So, neuer Tag, neues Glück. Wie man sehen kann, wunderschönes Wetter. Die Sonne, würde ich sagen, steht, naja, hoch steht sie nicht. Steht schon ziemlich tief, ist ja winterlich tief. Und es ist jetzt um und bei 3 Uhr. Dafür, sie geht um, ich glaube, 4:30 rum um. Geht um 4:30 Uhr unter. Insofern ist schon fast Sonnenuntergang. Ich laufe hier wieder durch Hörnum, so wie gestern, nur eben mit besserem Wetter. Ich bin eigentlich hier, und das war ich gestern auch, um die Tetrapoden zu fotografieren. Zeige ich euch gleich. Ist, glaube ich, auch ein cooles Motiv. Ich war hier auch noch nie. Also ich war schon mal in Hörnum und hier an der Odde, aber an diesem Weg war ich noch nie. Das ist echt schön. So entdeckt man immer mal wieder was Neues. Ach ja, ist schon schön hier. Gibt wirklich Schlimmeres. Ein bisschen was wie Stocksnes von Island. Ja, und obwohl ich dort noch nie war, kenne ich doch die Tetrapoden und hatte bereits ein festes Bild in meinem Kopf. Ich sollte erst enttäuscht und dann belohnt werden. Und tut mich das alles nicht. Ich mache einfach mal ein paar Aufnahmen und dann schauen wir mal weiter. Tja, wirklich kein besonderes Bild. Aber wartet ab. Ein kleines bisschen Selbstkritik. Ich neige dazu, mir Motive vorzunehmen. Wenn ich dann an der Location bin und feststelle, das passt irgendwie nicht so wie heute, dann bin ich total hilflos. Also da muss ich echt aufpassen, dass ich mich nicht in meinem eigenen Kopf einschließe und irgendwie nichts hinkriege, sondern ein bisschen flexibel sein. Das ist das Learning der Stunde. Ich hoffe, vielleicht hilft das irgendjemandem. Naja. So. Und wie es manchmal so ist, jetzt ist die Sonne hinter den Wolken mehr oder weniger verschwunden. Laut Wetter-App, jetzt stimmt es dann wieder, wir haben ziemlich viele tiefe Wolken. Das heißt, einen richtigen Sonnenuntergang kriegen wir vermutlich nicht. Vielleicht habe ich trotzdem das ein oder andere nette Motiv geschossen. Ich glaube, die paar Minuten, die es jetzt noch braucht bis zum Sonnenuntergang, die warte ich vielleicht noch ab. Aber man merkt, die Lichtintensität lässt krass nach. Die Farben sind nicht mehr so schön wie gerade eben. Naja, mal schauen. Schön ist es allemal und ich würde sagen, ich habe eine neue Location gefunden. Früh gemeckert. Jetzt ist die Sonne doch wieder draußen. Zumindest kurz. Und ich mache noch mal ein paar Schnappschüsse. Ich habe jetzt vorne den Zehnstopper drauf, den Filterhalter mit dem integrierten Polfilter und einen Reverse Grad, also ein umgekehrter Verlaufsfilter, der am Horizont ziemlich dunkel ist und hart ist und dann nach oben hin verläuft, also hell verläuft. Weil eben die Sonne tief steht und das ist ja der Punkt, den man ganz gerne abdunkeln möchte. Das ist ein 09er für alle, die es interessiert. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen, damit mir hier nicht die Lichter ausreißen.
dagegen meckere ich ja immer so. Denn das finde ich ein, ja, keinen schönen Effekt oder keinen schönen Look. Ich versuche jetzt hier alles soweit ich kann in 30 Sekunden zu belichten mit dem 10-Stopper. So, und jetzt die Auslösung beispielsweise ist 30 Sekunden, Blende 7 oder Blende 6.3 war das jetzt gerade. Damit die Sonne natürlich ein bisschen ausgerissen sein, ein bisschen arg ausgerissen sein. Das mache ich jetzt, um den Vordergrund noch ein bisschen einzufangen. Und dann wollen wir mal schauen, ob das was geworden ist. Ja, schön etwas besser. Aber eins kommt noch. Wenn ich noch einen praktischen Tipp loswerden darf, immer erst ohne Stativ die Perspektive suchen und dann das Stativ aufstellen, sonst richtet man irgendwie die Perspektive nach dem Stativ, wie man das gerade hinstellen kann, und das ist scheiße. Habe ich auch auf die harte Tour gelernt. Das war nett. Jetzt geht's nach Hause. Tja, das hat sich gelohnt. Und ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so sein sollte, lasst ein Abo da. Und ansonsten sage ich, bis zum nächsten Mal.